Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vizibis Infinity Evolve. Mit dabei ist VTK2. Einen wunderschönen guten Hallo. So, wir haben nochmal dort vorbereitet. Ja, so ein bisschen was. Ja, und eine Würfel. Eine Würfel mit ein paar Terminals und noch so ein paar anderen Sachen in der Wand. Ja. Der liebe Dosch möchte jetzt Autocrafting machen. Ja, Hm, jawohl. ja. Und ich würde sagen, wir fangen mal am besten mit den Seeds an, ne? Ja, würde ich sagen. Weil das ist Gut. ja so ein Hauptbestandteil, ne, von den Dingen. Ja, kann man mal sagen. Kann man mal sagen. Also, hier haben wir ein Pattern-Terminal. Das, wenn ich das richtig verstanden habe, ersetzt jetzt mittlerweile diesen Pattern-Encoder von damals. Richtig, ja. Also hier drin werden jetzt die ganzen Rezepte gemacht. Man kann jetzt aber auch schön unterscheiden, Crafting und Processing-Pattern. Also Crafting, wie der Name schon sagt, hier wird gecraftet. Processing ist für Barren und so weiter. Also wenn Alloys geschmolzen werden oder sowas. Ja, halt, wenn du irgendwo was anklemmen möchtest an die Maschinen oder sowas in die Richtung. So. Gut, dann fangen wir das mal an. Für einen Zertas-Quarz-Ziel brauchen wir aber Crafting. Ja, Ja, da aller muss man Anfang ist hingehen. schwer, ich weiß. Ja. Hallo. Hallo. Also da. Jetzt weiß ich viel zu geht. Okay, jetzt habe ich verstanden. Okay, wir brauchen dann einmal Sand und einen Zertas-Quarz. Und dann gibt es einen Zertas-Quarz-Seed. Nee, zwei sogar. Ja, zwei sogar. Encode-Pattern. Genau. Und dann können wir hier oben ins Interface-Terminal gehen. Sehen wir, okay. Hier sind schon ein paar Sachen angeschlossen. Unter anderem zwei Molekular-Assembler, drei Advanced Scriber. Und das packen wir jetzt mal in die Molekular-Assembler rein. Ich? Ja, richtig. Passt. Also. Und der Molecular Assembler ist quasi der Hauptteil des Autocraftings, kann man so gesehen sagen. Also in dem Teil wird alles gecraftet. Ja, also Hauptteil, ja, einer von zwei Hauptteilen, sagen wir es mal so. Okay. Ist einer von zwei Hauptteilen. Hier drin wird alles gecraftet. Richtig. Gut. Ja. Dann machen wir das direkt nochmal mit dem Flux-Zeug. Flux-Dust, Encode Pattern. Packen wir mal hier rein. Okay. Dann machen wir da schon mal die Seeds fertig. Aus einem Zertasquad. Moment. Erstmal umschalten, genau. Processing Pattern. Aus einem Zertasquad Seed wird ein Pure Zertasquad Encode Richtig. Pattern. Und das machen wir dann auch nochmal direkt mit den Flux. Ja, Analyse rausnehmen, sehr schön. Ja, kannst du auch machen. Ja, bin ich ja Profi. Ich Ja, mache ja. aus Enderlilies mache ich Fluxkristall. Ja, ich mache ja aus getöteten Wittern auch Enderperlen. Ja. Das Zeug kommt jetzt in die Crystal Growth Chamber. Richtig, ja. Und dann machen wir gleich mal das nächste fertig. Und zwar aus einem Redstone, einem Charge Status Quartz und einem Nether Quartz. Oh, ich brauche ein neues Nether Quartz. Eieiei. Werden zwei Flux-Kristallen. Richtig, ja. So, ich muss gerade mal kurz was trinken. Frauenfall, dieser Mensch, der trinkt einfach, wenn ich hier einfach weiterlabere und das Ganze schön übertöne. Also. Ja, ich wollte gerade mein Mikro nicht voll spucken. Okay, dann haben wir jetzt hier schon mal Pure Zerf-Quarz-Kristall. Pure Flux-Crystal, Flux-Crystal und die Seeds. Genau. So, und für die Zuschauer, die jetzt nicht genau wissen, warum haben wir hier so ein Interface-Terminal und warum steht da jetzt Advanced Inscriber, Crystal Growth Chamber und Molecular Assembler? Ganz einfach. Diese zwei Molecular Assembler oder ME Interface hier hinten dran sind mit dem Molecular Assembler verbunden und werden dann hier in dem ME Interface Terminal eben angezeigt. So. Also die ME Interface werden an sich nicht angezeigt, sondern eben nur das Gerät, wo die angeschlossen sind. Dementsprechend ist es dann auch so, da hinten in dem Eck haben wir einmal den Crystal Growth, die Crystal Growth Chamber von AE2 Stuff und nochmal Advanced Inscriber auch von AE2 Stuff. Die sind einfach freundlicher vom Handling her, von der Ansteuerung und vom Rausziehen von den Items und vor allen Dingen auch viel schneller. Da hinten dran sind dann auch die Interfaces. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ganz toll. Ich muss andersrum. Das wird gemacht. Ja, genau.
Hier ist ein Interface und hier bei den anderen in der Mitte erstmal, weil wir bisher noch keine, noch nicht mehr Interfaces craften konnten, ne? Ja, weil wir immer noch haben. Da fehlen immer noch ein paar Prozessoren. Ja, gut. Wollen wir jetzt automatisieren? Gut. Richtig. So, die Crystal Growth Chamber, die hat unten nochmal einen Import-Bus. Ganz wichtig. Normalerweise kann man über das im E-Interface Input und Output machen, aber bei der Crystal Growth Chamber nicht. Dafür braucht man dann explizit nochmal einen Import-Bus. Gut. So, wäre das mal geklärt. Jo. Jetzt, wenn wir hier ins Crafting Terminal reingehen und gucken uns auf der linken Seite View, Stored und Craftable an, können wir durchschalten zwischen Stored Items und Craftable. Und dann sehen wir hier auch die Crafting-Rezepte. Ja, sehr schön. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel Zerdusquartz Seed oder Fluix Seed nicht sehen möchtest, kannst du auch hier hingehen, wo die drin sind. Und dann hast du hier auf der linken Seite nochmal zwei Buttons. Einmal Blocking Mode und einmal Interface Terminal. Show or Hide in Interface Terminal. Können wir hier einfach mal verstecken. Und dann, wenn wir hier, glaube ich, nochmal refreshen, zeigt er die immer noch an. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist sehr schön. Ja. Ach nee, aha, siehst du, das Molekular, das wird einfach nur im Terminal versteckt. Ah. Okay. Ich dachte, die Rezepte werden dann versteckt. Okay. Ja, gut, dann nämlich. Gut zu wissen. Ja. Da habe ich mich dann auch vertan. Naja, egal. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier Pure Fluix Crystals herstellen möchten, einfach einen Linksklick drauf oder einen Rechtsklick oder einen mittleren Mausklick, kann man auch machen. Auch. Machen einfach Start. Dann sehen wir da hinten. Sehen wir nicht. Okay, schade, weil da noch waren. Ja, gut, das wurde jetzt wahrscheinlich schon gecraftet, würde ich sagen. Ja, dann machen wir jetzt einfach mal hier so. Warte mal. 20 Stück? Boah. Warte, Moment, Moment. Ich bin ein bisschen ruhig. Ja. Du hast noch 96 Stück drin. Jo. Wie du willst, du kannst machen, wie du magst. Also, ich würde es gerne mal zeigen, dass es dann hier in der Molekular Assembler, in dem Molekular Assembler dann auftaucht. No crafting CPUs are available. Ah, okay. Das heißt, die eine CPU, die wir aufgebaut haben, die ist noch belegt. So, dann lass mal gucken, warum. Ja. Gab's denn nicht noch so ein Crafting Terminal? Die Crystal Growth Chamber, die braucht nochmal explizit Energie, so wie es aussieht. Okay. Die Conduits sind ja noch hier. Stimmt, die braucht explizit Energie. Und ich glaube, die Advanced Inscriber auch. Brauchten die auch nochmal Energie? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist möglich, ja. Ja, ist schon lange her, wo ich das selbst mal aufgebaut hatte. Letztes Mal bei Space, oder? Ja, genau. Da habe ich ja dann auch lang nichts mehr damit gemacht und wusste jetzt auch nicht genau. Ja, naja. So, nee, aber der braucht dann explizit Energie. Also vom AE2-Netzwerk kriegt er leider nicht genug Energie, beziehungsweise gar keine Energie, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. So, hier jetzt gerade wundervolle Stromverkabelung à la Dosch. Ah ja, sehr schön. Ja. Mach's erstmal an die Seite. Wir gucken dann mal, dass wir das auch dann ein bisschen schöner hinbekommen. Na, das ist ja kein Problem. Der nimmt nichts an. Wie, der nimmt nichts an? Braucht er nochmal einen eigenen Energy Acceptor, oder? Nee, eigentlich nicht. Das verbindet sich nicht. Okay, versuch's mal oben. Auch nicht. Nö. Was? Also ich... Warte mal. Nee, ich habe auch keine anderen Kabel dabei. Okay, hinten geht auch nicht. Hinten geht auch nicht. Nö. Das gibt's doch nicht. Ja, sehr schön. Ja, super. Warte mal. Da hinten haben wir doch, ein Dense Cable angeschlossen. Genau. Hinten ist ein Dense Cable angeschlossen. Also, ich habe jetzt mittlerweile alle Seiten mal probiert, es geht nichts. Aber das Kabel verliert irgendwie Energie. Ja, das verteilt sich ja jetzt gerade. Ja. Weil ja jeder einzelne Konduit ja einen eigenen Puffer hat. Ja, ja.
Weil das ist jetzt wirklich seltsam. Wo hast denn du den vorher angeschlossen gehabt? Am Dynamo, gell? Moment. Da oben war er, glaube ich, an einem Dynamo angeschlossen, ne? Nee, der stand direkt genau hier. Weg vom Dynamo schauend. Hier an dem Enderfluid und an dem ME-Conduit. Dem ME-Conduit. Ja, aber mit ME ist er ja verbunden. Ich glaube eher, dass er das wirklich vom Dynamo geklaut hat. Das machen wir jetzt mal ganz einfach. Ich habe nämlich noch hier ein paar Redstone-Flagstacks. Nö. Auch nicht? Nö. Aber das gibt's doch nicht. Ich probiere jetzt mal gerade was. Jetzt kriegt er. Aha. Okay, gut, ja. Gut, dann kriegt er es doch vom ME, aber halt nur direkt nicht über Import und Interface. Boah, Mann, eh, das ist vielleicht ein. Da können wir aber das normale Glaskabel nehmen, ne? Ja, klar. Ja, klar. Mein Gott. Und jetzt ist auch die Crafting-CPU wieder frei. Sehr schön. Weil der Prozess dann auch beendet ist. Meine Güte. Ja. Achso, ja, hier, genau. 1K Crafting Storage Units, 2 Stück. Das heißt, wir haben insgesamt 2K Storage. Also könnten dann einen Prozess anstoßen, der ja 2K eben verbraucht. Aber eben auch nur einen. Dann fange ich jetzt aber mal an zu craften. Mit was? Wollte ich mal 20 von den Zertas-Quad-Seeds machen. Ja, okay, mach mal. Ja. Hier sehen wir schon die Seeds, wie sie hergestellt werden. Also das Item sieht man da drin. Und dann gehen sie da hinten in die Crystal Growth Chamber. Eigentlich. Nee, ich habe nur die normalen Seeds jetzt gerade gecraftet. Achso, du hast nur die normalen Seeds gecraftet. Ah, okay. Aber ich kann mal gerade, Moment. 20. Alter. Ja, ist ja gut. Ja. Da kommen sie jetzt langsam rein und werden langsam größer. Das sieht ja echt geil aus. Ja. Vor allem, das geht ruckzuck. Das Schöne eben an der Crystal Growth Chamber ist, dass man hier auch noch Acceleration Cards reinpacken kann. Ja. Die ihm nochmal einen richtigen Speed Buff. Und die Acceleration Cards, die kann man auch überall reinpacken. Die kann man auch jetzt hier zum Beispiel in den Advanced Inscriber packen, sogar 5 Stück. Oder da hinten in den Molekular Assembler. Geht auch 5 Stück? Ja, auch 5 Stück, genau. Und ME Interface ist es nicht gedacht. Das sieht man dann auch im Mouse Over von den Acceleration Cards. Fluid Export Import, Essentia Import Export, Crystal Growth Chamber, Inscriber, ME IO Port, Import Export, Arcane Assembler, Meta Cannon, Advanced Inscriber und Molecular Assembler. So, dafür kann man die Acceleration Card gebrauchen. Sehr schön. Achso, da bist du. Okay. Ich schaue hinterher. Ja, ich merke schon. So, gut. Die Drives sind natürlich auch angeschlossen. Im Moment nur mit einem normalen Kabel. Ja? Jo. War mit einem Covered Cable. Das ist im Prinzip das gleiche wie das Flux-Glas-Kabel. Nur eben, glaube ich, einmal mit Wolle oder so. Genau, das ist das normale Glaskabel. Flux mit Wolle. Also hier, genau. Das ME-Glaskabel einfach nur mit Wolle. Also quasi umhüllt. So, und die sind jetzt im Moment auch nur mit den Kabeln angeschlossen. Einfach nur deswegen, weil wir uns hier das das Dance Cable, das da, was ja auch richtig teuer ist, oder recht teuer, sagen wir es mal so, was einfach uns sparen können, weil da hinten ist dann bloß Storage und das kann man dann auch noch über ein anderes System, was man sich halt noch zusammenbauen muss, anschließen. Dazu brauchen wir jetzt aber noch andere Ingredienzien, die wir jetzt aber noch nicht haben. Oder beziehungsweise die wir uns jetzt noch nicht craften können. Unser Ziel ist ja erstmal alles Auto zu craften und dann können wir gucken. Ja. Ne? Also die Seeds haben wir jetzt schon mal. Das ist super. Jetzt müssten wir mal anfangen, Prozessoren und sowas craften zu lassen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob sich das ausgeht, weil in 15 Sekunden ist die Folge vorbei. Ja, gut, dann eben das nächste Mal. Ja, ich habe jetzt auch die beiden Folgen mal ein bisschen kürzer gemacht, weil die letzten waren ein bisschen sehr lange. Ich habe ja Verständnis. Ja, genau. Du hast ja Verständnis, genau. Willst ja deine Zuschauer auch nicht zu lange foltern, ne? Natürlich. Mhm.
Ist recht. Ja. Gut. Schön. Ja. Gut. Was soll ich sagen? Was ist das für diese Folge? Willst du eine Absage machen, oder? Nee, mach ruhig. Nee, nicht? Nee. Ja, ich, also. Nee, komm, mach fertig. Ja, okay. Also, Gott sei Dank ist es fertig. Ja. Na, was? Ich hab nichts gesagt. Ja, okay. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja, okay, jetzt aber richtig. Welche Folge gefallen hat, gebt mir nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.